Promi-Geflüster heute beim ZDF-Pressetag in München, so kurz vor den heiligen Tagen, kann man sagen. Also Weihnachtszeit steht davor und da gibt es natürlich auch wieder viele, viele nette Geschichten zu Weihnachten und speziell an Heiligabend. Ein Märchenfilm, den kennt man alle, unter Schneewittchen natürlich. Und die Hauptrolle oder einer der Hauptrollen, sage ich mal, sie spielt die Stiefmutter, aber so böse ist sie gar nicht. Wir haben uns gerade schon kennengelernt. Nadjeschda Brennicke, habe ich es richtig ausgesprochen? Nadjeschda, ja, freut mich. Das Mikro darfst du jetzt ein bisschen höher nehmen, ganz kleines bisschen. Das habe ich mir doch gedacht, dass es da zu tief ist, ist klar. Gut, Nadjeschda, sie spielt, wie gesagt, die Stiefmutter im Märchen Schneewittchen, aber es ist nicht so ein Märchen, wie man es kennt, es ist in der Neuzeit ein bisschen oder modernisiert worden, sagen wir mal so. Ja, wir haben versucht, sehr, sehr modern zu erzählen, also trotzdem aber natürlich den Zauber zu erhalten. Das fand ich unheimlich wichtig, denn die meisten Märchen haben, finde ich, im Augenblick zu diesem deutschen Bereich, hatten sehr wenig Zauber. Ciao Teno ist ja einer der für mich besten Kameraleute, die wir so haben. Man führt hier seine erste Regie und hat unheimlich viel Zeit genau darin verwendet, im Vorfeld zu überlegen, wie entführe ich die Leute in eine Fantasiewelt, die wir lange im deutschen Fernsehen so nicht mehr gesehen haben. Ich glaube, das ist uns sehr geglückt, auch wegen den zauberhaften Motiven, die wir in Prag und in der Sächsischen Schweiz gefunden haben. Motive, die ich so gar nicht kannte, dass solche wahnsinnigen Felsformationen in Deutschland zum Beispiel auch existieren. Wir haben großartige, kleinwüchsige Kollegen gefunden, die die Zwerge spielen, die mir unheimlich ans Herz gewachsen sind. Also da sind tatsächlich auch private Bindungen jetzt entstanden. Wir haben versucht, einen Riesen auch einen Riesen sein zu lassen. Ja, einfach märchenhaft einzutauchen in eine Welt, die uns als Kinder ja auch inspiriert hat. Und das ZDF bietet dieses großartige Format, dass sie immer noch Märchen produzieren. Und die Anfänge empfand ich jetzt fast ein bisschen hölzern. Jetzt, finde ich, entsteht auch mit Rübezahls, ich weiß jetzt leider nicht, das Vorgängermärchen, werde ich mich nochmal informieren, wie das heißt, eine Welt, ja, wie ich sie mir eigentlich vom deutschen Märchen gewünscht habe, schon sehr lange. Und es freut mich, dass ich damit machen durfte. Prima. Und die Zwerge sind ja sehr modern irgendwo dargestellt. Also sie haben nicht die roten Mützen auf, wie man es aus dem klassischen Märchen kennt. Ja, die roten Mützen wären wahrscheinlich schon wieder modern. Sie sind einfach sehr realistisch dargestellt, so würde ich es sagen. Man glaubt einfach, dass diese Wesen im Wald leben und in dieser Höhle und sich aus allem irgendwas gebastelt haben, was sie eben selbst hergestellt haben oder gefunden haben. Das finde ich so schön daran. Ich finde eben nicht, dass sie modern aussehen, dann denkt man, da laufen so Hip-Hop-Männchen durch die Gegend, sondern einfach sehr authentisch. Es ist ein wirklich toll ausgestattetes Märchen. Es ist nicht irgendwie nur dahingeschustert, sondern das Material lebt, die Kulissen leben. Ja, einfach mit viel Liebe zum Detail versucht, aus einem relativ niedrigen Budget das Beste zu zaubern. Und da bin ich deutschen Kollegen genauso wie tschechischen Kollegen wahnsinnig dankbar, dass da viele über ihre Kraft und über ihren Etat Einsatz gezeigt haben, sonst hätte das gar nicht so ausgesehen. Toll, tolle Sache. Das Ganze am Heiligabend. Ja, wow. Um 15:05 Uhr zur besten Sendezeit. Richtig. Und danach ist dann Bescherung, ne? Na, ich weiß nicht. Also ich weiß nicht, ob ich nach als so böse Figur danach noch irgendein Geschenk bekomme. Mal sehen. Ja, doch, bestimmt. Also so eine böse Rolle, liegt das dir generell oder bist du eher so auf der guten Seite? Oder? Also ich bin da irgendwie so reingerutscht. Das ist ja in Deutschland leider häufig so, dass man, wenn man erstmal in der Schublade drin ist, da auch erstmal drin bleibt. Muss aber sagen, dass ich mich mit dieser Schublade sehr angefreundet habe. Es macht natürlich viel mehr Spaß, etwas zu entwickeln, was ganz düstere Abgründe hat. Also etwas, was man, was man im alltäglichen Leben sonst auch machen würde. Also ich mag es, mich in den verrückte Charaktere reinfallen zu lassen, zu erschließen, warum ist jemand böse? Was Böses entsteht ja auch aus einem Verlust, aus einer Traurigkeit, aus einer Frustration, aus einem Defizit. Ne? Ein Mensch ist ja, wird ja nicht böse geboren. Ja, das ist natürlich viel, viel schöner, sich so einen Charakter habhaft zu machen, den zu entwickeln, zu hinterfragen, warum ist das so, als die
ich weiß, ich glaube, ich könnte das gute, banale Mädchen gar nicht mehr spielen. Dafür bin ich schon selbst zu sehr Frau. Wenn man wirklich jetzt schaut, wenn meine Informationen stimmen, du bist ja seit den 90er Jahren wirklich im Geschäft und hast drei, vier Filme pro Jahr mehr oder weniger Touchur durchgehabt seither. Also da muss man wirklich mal gratulieren. Ja, vielen Dank. Also es sind natürlich nicht immer Hauptrollen, ne? Ne? Darf man auch nicht Klar. vergessen. Ich bin ein Mensch, der eben auch sehr gerne kleinere Rollen spielt. Da war ich mir auch nie zu schade für, sondern ich spiele wirklich so gerne, dass ich so aus Sachen, die vielleicht andere Kollegen jetzt ablehnen würden, mir oft kleine Schmankerl einfallen lassen möchte, weil ich da Spaß daran habe. Aber ich bin auch wirklich sehr zufrieden, dass das so gelaufen ist. Gibt es da jetzt dann vielleicht auch eine Rolle, die dich noch reizen würde in der Zukunft? Ach, mich reizen ganz viele Rollen. Mich reizt alles, was außergewöhnlich ist. Ich würde wahnsinnig gerne mal in einem Science-Fiction-Film mitspielen oder ja, alles, was Märchen, was Underground, was düster, ja, ach, Genre finde ich natürlich großartig, wird viel zu wenig gemacht in Deutschland. Krimis, ja, ermüden mich jetzt so ein bisschen. Ich spiele unheimlich gern Komödie zum Beispiel. Also ich liebe es, mit Humor zu spielen und auch Personen, die nicht unbedingt gleich geliebt werden. Sowas interessiert Und ich mich. glaube, Komödie ist auch ganz interessant, dann im stressigen Alltag ein bisschen mal wieder Humor zu Ach, schön, erleben. ja. Ne? Genau. Dann gibt es noch einen Werbespot, ja, auch gleich zu Beginn deiner Karriere, mehr oder weniger, TDK. Und da Ja. gab es dann auch zu den Rolling Stones Ja, in das war, ja. Bezug Mick Jagger. Was gab es damals mit dem Werbespot? Hast du denn kennenlernen dürfen in der Also Zeit? ja, es war natürlich sehr interessant, weil ich war noch unheimlich jung. Ich glaube, ich war 17 oder so und wurde in einer Diskothek von einem Werberegisseur entdeckt. Ich hatte damals so blonde Dreadlocks, blondierte lange Dreadlocks, war sehr wild unterwegs. Und durfte mitspielen, durfte also in dem zarten Alter schon nach New York und dort tatsächlich 3, 4 Tage einen tollen Clip mitgestalten. Ich habe Mick Jagger dann auch die Hand geben dürfen einmal. Ich muss sagen, für mich war das natürlich damals ein wahnsinnig älterer Herr, der mit 17 hat einen das nicht so interessiert. Jetzt könnte ich mir die Haare raufen, weil ich finde ihn natürlich. Da ich nun viel, viel mehr weiß über die Rolling Stones und auch ein großer, großer Fan ihrer Musik bin, finde ich ihn natürlich jetzt ultra heiß. Aber damals mit 17, da hat man natürlich sich für was ganz anderes interessiert. Musik ist jetzt nur ein gutes Stichwort. Musik machst du selber auch, gell? Ich mache es jetzt nicht mehr. Ich habe viele Jahre Musik gemacht, auch Filmmusik. Für Case 39 habe ich, das ist ein Film mit René Selviger von Christian Albert, habe ich den Abschlusstitel gemacht für Antikörper von Christian Albert. Bei Manfred Stelzer, Silicon Valley. Also ich habe immer mal wieder für Filme Musik gemacht. Ich mache auch sehr viel Hörspiele mit Michael Farin. Das ist allerdings mehr im Arthouse-Bereich und für den Bayerischen Rundfunk. Ich arbeite einfach gerne mit Stimme und mit Ton. Aber ich hatte jetzt nie den Ehrgeiz, ein Popstar zu werden. Das ist vielleicht mal mit 18, aber die Art und also die Musik, die so sehr populär ist, das ist oft nicht die Musik, die mir gefällt. Deswegen habe ich mich dann da irgendwann von Gott sei Dank entfernt. sind die Geschmäcker verschieden. Genau, Ja. richtig. Und so als Ausgleich, glaube, wenn ich es richtig auch gelesen habe, sind es die Pferde, die dich Ja. begeistern, ne? Was kann man da dazu noch erwähnen? Also Pferde sind was ganz Tolles, wenn man reitet. Das ist nämlich wie Gehirnhygiene. Man muss noch nicht mal auf dem Pferd sitzen. Es reicht auch, sich mit den Tieren zu beschäftigen. Man kann einfach überhaupt nichts denken. Man leert den Kopf quasi, weil man so reingezogen wird in dieses Lebewesen, was da mit einem agiert und unter einem. Und man muss ja auch wirklich aufpassen. Das sind ja schwere, 500 Kilo starke Tiere. Also da beginnt man sofort eine ganz eigene Kommunikation und hat einfach die Möglichkeit, aus dem Alltag auszubrechen und eben in eine Welt, ja, in eine Welt zu gehen, die was Märchenhaftes hat, mit diesen Wesen zu arbeiten hat, was Märchenhaftes. Und deswegen hat es mich wahrscheinlich von Kindheitsbeinen an schon interessiert und bietet mir
den meisten Ausgleich im Leben, eben wirklich loszulassen, sich nicht um sich selbst zu kreisen, mit einem großen Lebewesen eine Zeit zu verbringen, ein Team zu bilden. Das hilft mir mehr, als jetzt Yoga auf einer Yogamatte zu machen. Da kann ich mich nicht lösen. Von und vor allem nach draußen in der Natur. Richtig, dann. Richtig. Das ist ja damit verbunden. So ist es, genau. Ja, da haben wir doch schon einiges jetzt wieder erfahren. Genau, richtig. Wenn man jetzt doch noch ein bisschen mehr wissen möchte, Internet, Social Media, bist du da auch anzutreffen? Ja, ich bin da anzutreffen. Ich habe eine wunderbare Instagram-Seite, die man unter Nadja Stabrennicke finden kann. Kommt bitte dann unbedingt vorbei. Dann werden wir uns auf alle vorbei. Fälle doch adden, denke ich doch mal. Ja, ne? Das wäre schön. Ja. Ich bediene es schon. Ich bediene es jetzt nicht so krass, wie das vielleicht manche Kolleginnen von mir tun. Aber dafür bediene ich sehr persönlich. Also wenn ich mal feiern gehe, dann kriegt man auch das Aspirin am nächsten Tag mit. Man muss ja jetzt nicht gleich jede Situation da dokumentieren. Nein, eben nicht. Ne? Also gibt auch oft Tage, wo ich da gar nicht drin bin. Aber wenn ich denke, ach ja, heute nehme ich mal meine Follower ein bisschen mit, dann kriegen sie auch was zu sehen. Sehr gut, sehr gut. Wie geht der Tag jetzt für dich heute noch weiter? Hier Pressetermin, klar, ja, logisch, noch einige Interviews. Sehr, sehr viele Interviews, hoffentlich viele, die Leute animieren, Schneewittchen anzuschauen an Weihnachten. Unbedingt, ob mit Kindern oder ohne Kinder, vor der Bescherung, bester Zeitpunkt. Richtig. Beim Kochen, anmachen, genießen. Genau, ganz genau. Ja, was stehen aktuell für Projekte noch an? Bist du gerade in der Produktion oder was was? Ja, wir planen was fürs nächste Jahr. Das ist aber, darf ich noch nicht sagen. Ich muss gestehen, dass ich mich dieses Jahr mal total zurückgenommen habe, weil ich gerade meinen Hof verkauft habe. Ich habe ein wunderschönes Gehöft in Brandenburg gehabt, weil ich dort Pferde gezüchtet habe. Und habe das verkauft und wollte so einen neuen Lebensabschnitt beginnen. Das war mit sehr viel Arbeit verbunden. Und da habe ich mir diese Zeit auch mal genommen. Mein Vater ist auch gestorben dieses Jahr. Da muss man sich ein bisschen um die Family bemühen, mir mein neues Zuhause auszusuchen, das alte auszumisten, loszulassen und einfach wirklich nur die Projekte anzugehen. Ich habe zwei Projekte nur dieses Jahr gemacht, die mich wirklich interessiert haben. Ja, den Rest mal Neubeginn zu starten. Okay, sehr gut. Ne? Dann wünschen wir dir, wie gesagt, für die Zukunft, fürs neue Jahr 2020 sehr viel Erfolg und dass alles weiterhin so positiv läuft und so wie du sie es wünschst. Vielen ich Dank. Sage herzlichen Dank fürs kurze Gespräch. Ich danke. Und nochmal einschalten an Heiligabend Schneewittchen. Unbedingt. Im ZDF. Jawohl, tschüss. Danke.